Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch, wie man Dezimalzahl durch natürliche Zahl rechnet. Wir beginnen mit folgendem Beispiel. 51,6 geteilt durch 12. Dazu merken wir uns. Bei der Division einer Dezimalzahl durch eine natürliche Zahl setzt man im Ergebnis das Komma, wenn das Komma in der Rechnung überschritten wurde. Wir machen jetzt das normale schriftliche Dividieren, also 51 geteilt durch 12. Wie oft passt die 12 in die 51? Sie passt 4 mal ganz rein, wir rechnen zurück, 4 mal 12 ist 48, 51 minus 48 bleibt 3 übrig, jetzt holen wir die 6 nach unten, wir sind jetzt über das Komma hinüber, also müssen wir das Komma im Ergebnis setzen. Und jetzt 36 geteilt durch 12 ist 3, wir rechnen zurück, 3 mal 12 ist 36, 36 minus 36 ist 0, wir haben den Rest 0, also Endergebnis ist hiermit 4,3. Beispiel B. 94,28 geteilt durch 4. Wir beginnen. 9 geteilt durch 4 ist 2, wir rechnen zurück. 2 mal 4 ist 8 und 9 minus 8 ist der Rest 1. Die 4 nach unten holen. 14 geteilt durch 4 ist 3, wir rechnen zurück. 3 mal 4 ist 12 und 14 minus 12 bleibt 2 übrig. Die 2 runterholen. Jetzt sind wir wieder über das Komma hinüber, also müssen wir das Komma im Ergebnis setzen. 22 geteilt durch 4 ist 5, wir rechnen zurück. 5 mal 4 ist 20 und 22 minus 20 bleibt 2 übrig. Und die 8 nach unten. 28 geteilt durch 4 ist 7, wir rechnen zurück. 7 mal 4 ist 28, 28 minus 28 ist 0. Wir haben den Rest 0, damit ist das Endergebnis 23,57. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!